Die Aufgabe gucken wir dann, wer bis dahin fertig ist. Darfst du gerne vorrechnen. Bitte. Es bleibt eins der ganz großen Themen der Pandemie. Wie kommen Schülerinnen und Schüler durch die Krise? Wie viel verpassen sie? Und wie können sie Verpasstes nachholen? Das gesuchte Y, ne? Die Wolfgang Amadeus Mozart Gemeinschaftsschule im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat für sich ein erstes Konzept gefunden. Seit diesem Samstag können Schüler bis zu den Sommerferien in geplanten 6 Einheiten Lernstoff aufholen. Corona betrifft alle Kinder und ist klar, die Lernrückstände, die sind da. Und da war wichtig, jetzt etwas zu tun. Das ist jetzt unsere sozusagen Offensive. Die Nachfrage sei immens. Für Schülerinnen und Schüler bedeutet das Angebot eine Erleichterung. Also ich finde es an sich eigentlich ganz gut, weil da kann man halt mehr lernen, was man auch in der Zeit, wo halt kein Präsenzunterricht war, verpasst hat. Ja, das hilft mir. Das hilft mir wirklich, weil ich bin in Mathe nicht so gut. Den Unterricht leiten Lehrkräfte vom Nachhilfeinstitut Studienkreis. Für sie verschiebt sich nun der Fokus ihrer Aufgaben. Eigentlich ist es bei uns eher dieser Förderaspekt im Vordergrund, aber jetzt auch dieser Lernaspekt, dass wir als Lehrende eintreten und den Schülern versuchen, noch irgendwie welche Tipps zu vermitteln oder auch neue Themen beizubringen, weil es einfach in der Schule teilweise nicht geschafft wird. Wie stark der Distanzunterricht einschränkt, zeigt eine Studie des IFO-Instituts. Demnach geht die Zeit für schulische Aktivitäten im Homeschooling stark zurück, auf durchschnittlich 4,3 Stunden am Tag. Das ist also eine knappe Dreiviertelstunde mehr als im ersten Lockdown. Es ist aber auch mehr als 3 Stunden weniger als an einem normalen Schultag vor Corona. Das macht auch das Abitur zur besonderen Herausforderung, so wie hier an der Gesamtschule Windeck in Nordrhein-Westfalen. Das Schuljahr war begleitet von Maskenpflicht, dem Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht und der Diskussion um Selbsttests. Trotzdem müssen die Schülerinnen und Schüler nun zum Zentralabitur antreten, mit vielen zusätzlichen Regeln und nach einem Corona-Test am Vortag. Es tut mir sehr leid, dass wir die zusätzlich stressen müssen. Und für uns bedeutet das natürlich auch eine Herausforderung, weil ich sage immer, umso ruhiger und entspannter wir sind, desto entspannter sind auch die Schülerinnen und Schüler. Jetzt haben wir 50 weitere Regeln, die wir beachten müssen und das setzt uns alle unter Druck. Die nordrhein-westfälische Landesschülervertretung sprach mit Blick auf die Widrigkeiten der vergangenen Monate von einer sehr ungleichen Ausgangslage unter den Abiturienten. Und klar ist auch, mit dem Ende dieses Schuljahrs sind die Auswirkungen der Pandemie längst nicht beendet, die Defizite nicht behoben. Und damit zurück zur Gemeinschaftsschule in Berlin. Auch die Verantwortlichen hier wissen, allein diese zusätzlichen 6 Samstage werden die Rückstände nicht aufholen können. Hier braucht es weitere Impulse. Wir werden mittelfristig uns Gedanken machen, was wir im neuen Schuljahr machen können. Da heißt es Anpassen der Pläne ab dem ersten Schultag in allen Fächern. Und wir wollen begleitend Förderung machen. Und da sind wir mit dem Studienkreis in Verhandlungen oder in Gesprächen, wie wir das, was wir heute angefangen haben, über das ganze nächste Jahr machen können. Außerdem ist auch nicht garantiert, dass die 6 Samstage überhaupt alle stattfinden können. Das hängt stark vom Infektionsgeschehen ab. Laut den neuen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes müssen Schulen ab einem Inzidenzwert von 165 in den Fernunterricht wechseln. In Berlin liegt die Inzidenz aktuell bei knapp 133, an vielen anderen Orten aber längst drüber. Und dort werden dann auch die Defizite schon wieder größer.